Hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Für das heutige Full-Body-Pilates-Workout benötigst du nichts weiter als deine Matte und dich selbst. Wenn du soweit bist, dann lass uns direkt beginnen. Stell die Füße ungefähr hüftbreit auseinander, die Fußspitzen zeigen nach vorne. Wenn du möchtest, schließe kurz die Augen, lass die Arme locker hängen. Atme ein paar Mal tief durch. Und lass deinen Kopf auf die Brust sinken und rolle Wirbel für Wirbel langsam nach unten. Beuge dabei die Beine etwas und auf halber Strecke halte an. Fasse mit deinen Händen in den Kniekehlen. Baue vorsichtig etwas Zug auf, runde den Rücken, atme aus dabei. Zieh den Bauch nach innen. Atme ein, lege die Hände auf die Oberschenkel und lass den Bauch nach unten sinken. Hebe den Blick etwas, atme aus, runde wieder den Rücken, fass in die Kniekehlen. Und atme ein, lass den Bauch sinken, geh in ein leichtes Arch und wiederhole das noch einmal in deinem Atemrhythmus. Runde den Rücken und atme ein, lass den Bauch wieder sinken, hebe den Blick nach oben, runde den Rücken und rolle dann nach oben. Wie in einer Wellenbewegung, geh direkt wieder nach unten, lass das Brustbein nach unten sinken und rolle direkt wieder mit rundem Rücken nach oben. Noch zweimal. Lass dich in einer Wellenbewegung nach unten sinken und komme wieder nach oben. Ein letztes Mal. Lass dich nach unten sinken und rolle wieder nach oben. Dann richte dich gerade auf. Öffne die Füße etwas weiter als hüftbreit. Die Fußspitzen zeigen leicht zur Seite. Als würdest du dich auf einen kleinen Stuhl setzen, schiebe jetzt das Becken nach hinten. Das Gewicht ist in den Fersen, das Knie zeigt über die Fußspitze, bring die Arme nach oben über den Kopf und streck dich wieder. Lass dich nach unten sinken, Becken nach hinten, atme ein und atme aus, richte dich auf, zieh den Bauch nach innen, spann den Po an. Setz dich hin, atme ein und atme aus, drück die Hände nach hinten, atme ein, sinke nach unten, zieh den Bauch nach innen und atme aus, drück die Hände nach hinten, richte dich auf, atme ein. Und atme aus, streck die Beine durch, spann den Po fest an. Atme ein, lass dich nach unten sinken und bleibe dort. Knie zeigen über die Fußspitzen. Bleibe in dieser Position, bring die Arme jetzt neben deine Hüfte, zieh die Schulterblätter zusammen und bring sie wieder nach oben über den Kopf, die Hände. Nach hinten, atme aus dabei und atme ein, bring die Hände wieder über den Kopf. Neben deine Hüfte und nach oben, noch zweimal. Nach hinten, zieh die Schulterblätter zusammen, bring sie wieder über den Kopf, die Arme. Nach hinten die Arme. Und nach oben. Halt in dieser Position. Und hebe abwechselnd immer eine Ferse ab und lass sie wieder sinken. Ferse heben und senken. Immer abwechselnd. Ferse hoch und kontrolliert wieder absetzen. Ferse heben und wieder nach unten. Lass das Knie weiterhin über die Fußspitzen zeigen. Die Schulterblätter ziehen nach unten. Atme ruhig ein und aus. Der Po ist fest angespannt. Die letzten zwei Wiederholungen. Lass die Fersen dann auf dem Boden. Streck die Beine kurz durch. Atme ein, sinke wieder nach unten, die Arme wieder über den Kopf. Bring den rechten Arm beim Ausatmen neben deinen Körper, blicke hinterher, atme ein, hebe ihn wieder. Linke Arm nach hinten und bring ihn wieder neben den Kopf. Atme aus, rechter Arm sinkt, atme ein, hebe den rechten Arm. Ein paar Mal in deinem Atemrhythmus weiter. Hab die ganze Zeit das Gefühl, du arbeitest gegen einen unsichtbaren Widerstand. Lass den Unterkörper ganz ruhig, nur der Oberkörper schraubt sich von einer Seite in die andere. Lass die Körpermitte fest nach innen ziehen. Das ist die letzte Wiederholung. Dann streck die Beine wieder durch. Sehr gut. Dann bring die Füße wieder enger zueinander. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Richte dich gerade auf und hebe dein linkes Bein angewinkelt ab. Ungefähr in einem rechten Winkel. Bring die Arme nach hinten hinter deinen Kopf. Zieh den Bauch nach innen. Beim Ausatmen schraube dich nach oben und drehe dich nach links. Atme ein, Oberkörper nach vorne. Atme aus, links tritt nach hinten in den Ausfallschritt. Pulsiere einmal auf und ab. Beim Ausatmen dreh dich nach rechts. Atme ein, Oberkörper nach vorne. Atme aus, hebe das linke Bein wieder ab. Atme einmal ein. Und atme aus, schraube dich nach links. Wiederhole die ganze Sequenz. Wieder nach vorne. Atme ein, lass dich nach unten sinken. Pulsiere auf und ab. Atme aus, schraube dich nach rechts. Atme ein. Atme aus, hebe das Bein wieder.
Dreh dich beim Ausatmen wieder nach links. Nach vorne. Trete hinter dich. Pulsiere auf und ab. Bleibe unten, schraube dich nach rechts. Wieder nach vorne. Hebe das linke Bein. Atme einmal ein, finde deine Balance und atme aus. Drehe dich nach links. Atme ein, schau wieder nach vorne. Atme aus, bring das Bein nach hinten, pulsiere einmal auf und ab, bleibe unten, schraube dich nach rechts, atme dabei aus. Oberkörper wieder nach vorne und bleibe hier. Beine sind ungefähr in einem 90-Grad-Winkel, Arme nach oben über den Kopf. Streck das linke Bein durch und beuge es wieder. Bring den Oberkörper in eine Diagonale, streck dich und beuge das Bein fünfmal. Lass das rechte Knie nicht über die Fußspitze hinausgehen. Atme aus beim Strecken, atme ein beim Beugen. Eine letzte Wiederholung, strecken und beugen, bleibe hier. Entweder du bleibst einfach in dieser Position oder du hebst und senkst die vordere Ferse. Fünfmal heben, vorsichtig absenken, heben, kontrolliert absetzen. Der Bauch zieht fest nach innen, die letzten zwei Wiederholungen. Bleibe dort und setze das linke Bein nach vorne. Sehr gut, schüttel die Beine einmal aus. Wir wiederholen die Sequenz auf der anderen Seite. Bring die Arme hinter den Kopf und hebe dein rechtes Bein. Beim Ausatmen, blicke über deine rechte Schulter, schraube den Oberkörper zur Seite, richte dich wieder auf, atme aus, bring das Bein nach hinten in den Ausfallschritt, pulsiere auf und ab, drehe dich nach links beim Ausatmen. Einatmen, nach vorne ausrichten, ausatmen, hebe das rechte Bein, atme einmal ein und atme aus, schraube dich wieder nach rechts. Blick nach vorne, setz das Bein ab, atme ein, atme aus, schraube dich nach links. Atme ein, richte dich nach vorne aus, atme aus, hebe das rechte Bein. Atme dort ein, atme aus, schraube dich nach rechts, scheitel nach oben. Atme ein, blick wieder nach vorne, atme aus, setz den rechten Fuß ab. Atme ein, pulsiere auf und ab, atme aus, schraube dich nach links. Atme ein, blick nach vorne, atme aus, hebe das rechte Bein, atme ein. Atme aus, dreh dich nach rechts. Atme ein, blick nach vorne, atme aus, trete hinter dich, atme ein. Atme aus, schraube dich nach links. Atme ein, blick nach vorne und bleibe hier. Arme nach oben Richtung Decke. Atme aus, streck das hintere Bein und beuge es wieder fünfmal. Streck das rechte Bein, das linke Knie geht nicht über die Fußspitze hinaus und beugen. Zieh den Bauch fest nach innen, streck den Oberkörper in eine lange Linie von deiner Ferse bis zu den Fingerspitzen. Eine letzte Wiederholung. Strecken und beugen, bleibe hier. Wenn du möchtest, hebe die Ferse und lass sie wieder sinken. Heben. Bleib mit den Beinen in diesem 90-Grad-Winkel. Heben. Kontrolliert sinken lassen. Ein letztes Mal. Dann schließe das rechte Bein wieder nach vorne. Sehr gut. Und schüttel die Beine, wenn du möchtest, kurz aus. Dann lass den Kopf nach unten sinken und rolle Wirbel für Wirbel nach unten. Beuge die Beine, setz die Hände auf der Matte ab und komm langsam an im Vierfüßlerstand. Lass die Ballen aufgestellt, breite die Finger über den Boden aus und schiebe das Gewicht ein paar Mal von vorne nach hinten. Dehne die Achillessehne dabei leicht, wärme die Handgelenke sanft auf. Schiebe das Gewicht in einer Art Wellenbewegung ein paar Mal nach vorne und wieder nach hinten. Bleibe dann im Vierfüßlerstand, lass die Ballen aufgesetzt, Bauchnabel zieht nach innen, bist in einer geraden Linie von deinem Scheitel bis zum Steißbein und hebe das linke Bein nach hinten ab, die Fußspitze zieht nach hinten. Beim Ausatmen zieh das linke Knie jetzt unter dir zur Brust und hebe das rechte Knie etwas vom Boden ab. Atme ein, setz das rechte Knie wieder ab, lass das linke Bein nach hinten ziehen und atme aus, runde den Rücken, Knie Richtung Nase, hebe das Knie ab und lass es wieder sinken. Atme aus, zieh den Bauch nach innen, runde den Rücken und atme ein, lass das Bein wieder nach hinten ziehen. Atme aus, heb das rechte Knie minimal vom Boden ab. Atme ein, komm wieder in eine lange Linie und atme aus, eine letzte Wiederholung. Verlängere das linke Bein wieder und entspanne den rechten Fuß. Bleibe jetzt hier, zieh den Bauch fest nach innen und beginne das linke Bein zu kreisen. Erst in die eine Richtung fünfmal. Bleib mit dem Oberkörper möglichst ruhig, lass nur dein Bein kreisen. Der Po ist angespannt, der Bauch zieht nach innen und wechsel dann die Richtung. Kreise fünfmal in die andere Richtung. Lass deine Fußspitze lang nach hinten rausziehen.
Eine letzte Wiederholung. Dann bleib in der Mitte, flexe den Fuß und lass das gestreckte Bein auf- und ab pulsieren. Zehnmal eins, zwei, drei. Lass den Po fest angespannt. Das Bein ist ganz parallel ausgerichtet, also die Fußspitze zeigt zum Boden. Eine letzte Wiederholung, dann halte hier, streck die Fußspitze durch und setz sie auf dem Boden ab. Jetzt drehe dein gebeugtes Bein um 90 Grad. Dein rechter Arm ist auf dem Boden und dein linker Arm zieht weit nach rechts. Atme tief in die Seite, drücke die linke Ferse in den Boden, strecke den linken Arm dann Richtung Decke. Und entweder du bleibst hier oder du verlängerst dein rechtes Bein, kommst in eine gerade Linie, der Bauch zieht fest nach innen und greifst mit dem rechten Arm um dich herum an dein Schulterblatt. Streck dich wieder nach oben und greif um dich herum. Atme aus dabei, zieh den Bauch nach innen und bring den Arm wieder Richtung Decke. Hebe die Hüfte dabei, lass sie nicht nach unten sinken und streck den Arm Richtung Decke. Atme aus, greife um dich herum ans Schulterblatt und atme ein, hebe den Blick wieder. Greife noch einmal um dich herum, streck den Arm noch einmal nach oben und bleibe hier. Bleib entweder in dieser Position oder hebe dein oberes Bein, dein linkes Bein ab und halte hier kurz für 10 Sekunden in dieser Position. Atme ruhig ein und aus, zieh den Bauch fest nach innen, der ganze Körper ist angespannt. 3, 2, 1 und lass den Arm und das Bein wieder sinken. Winkel das rechte Bein wieder an, setz die Hände auf den Boden ab und richte dich wieder nach vorne aus. Dann schieb das Gewicht einmal nach hinten, löse das Gewicht kurz von den Handgelenken und setz die Hände dann wieder ab, komm in den Vierfüßlerstand. Wir beginnen auf der anderen Seite, komm wieder auf die Ballen und hebe das rechte Bein nach hinten ab. In eine lange Linie, beim Ausatmen zieh das Knie Richtung Nase, hebe das linke Knie leicht vom Boden ab, atme ein, streck dich wieder, atme aus, runde den Rücken, Knie Richtung Nase und atme ein, lass das Bein nach hinten ziehen. Atme aus, zieh den Bauch fest nach innen, heb das linke Knie etwas ab und lass es wieder sinken beim Einatmen. Atme aus, runder Rücken, atme ein, lange Linie. Atme aus, runder Rücken und atme ein, zieh die Fußspitze nach hinten, bleibe hier. Löse die linke Fußspitze und kreise das rechte Bein erst in die eine Richtung. Lass das Bein möglichst lang gestreckt, die Fußspitze zieht nach hinten. Und ein letzter Kreis. Dann wechseln wir die Richtung. Lass den Bauch fest nach innen ziehen, lass den Oberkörper möglichst ruhig dabei. Eine letzte Wiederholung. Dann bleibe wieder in der Mitte stehen, flexe den Fuß und pulsiere auf und ab. Lass die Ferse lang nach hinten rausziehen, der Po ist fest angespannt, der Bauch zieht nach innen. Noch 3, 2, 1. Komm wieder in der Mitte an. Lass das rechte Bein gestreckt zum Boden sinken. Drehe die linke Fußspitze um 90 Grad nach hinten aus. Gib das Gewicht auf den linken Arm und strecke den rechten Arm weit nach links. Atme tief in die Seite. Drück die rechte Ferse in den Boden und richte den rechten Arm nach oben aus. Wenn du möchtest, dann stelle den linken Fuß hinter dem rechten auf den Boden. Beide Beine sind gestreckt und greife mit der rechten Hand um dich herum an dein Schulterblatt. Streck den Arm wieder nach oben. Greife zum Schulterblatt und streck dich wieder durch. Lass den Körper in einer langen Linie, der Bauch zieht fest nach innen. Die letzten zwei Wiederholungen. Greif noch einmal um dich herum, streck den Arm wieder nach oben und wenn du möchtest, dann hebe das rechte Bein etwas vom Boden ab, komm in eine Sternposition, alles ist fest angespannt, drück dich fest aus deiner Schulter raus. Wir halten noch 4, 3, 2, 1 und setz den rechten Fuß wieder ab, setz den rechten Arm wieder auf den Boden, winkel das linke Bein ab und komm zurück, sehr gut. Wenn du möchtest, dann schüttel kurz die Handgelenke aus und dann kommen wir auf die Seite. Leg dich auf die rechte Seite. Leg den Kopf auf deinen rechten Arm. Komm in eine Linie von deinem Kopf bis zum Steißbein und leg in einem rechten Winkel deine Beine vor dir ab. Die Knie zeigen nach vorne und die Füße in einem rechten Winkel nach unten. Lege den linken Arm auch an deinen Kopf und beim Ausatmen hebe dein linkes Bein jetzt ab und lass es beim Einatmen sinken. Hebe es angewinkelt ab
Und lass es sinken. 10 Wiederholungen haben wir davon. Bleib ganz auf deiner Seite liegen, zieh den Bauch fest nach innen und hebe vor dir dein Bein ab und lass es kontrolliert wieder sinken. Atme aus, zieh den Bauch nach innen, heben und senken und heben, langsam sinken lassen, heben und zurück zum Boden. Wir haben eine letzte Wiederholung. Dann streck dein Bein aus, parallel zum Boden. Flexe den Fuß und hebe das Bein 10-mal ab. Lass es Richtung Boden sinken, hebe es gestreckt ab und lass es sinken. Atme dabei ruhig ein und aus. Zieh die Körpermitte fest nach innen und bleib in einer geraden Linie liegen, von deinem Scheitel bis zu deiner Ferse. Heb das Bein parallel, die Fußspitze zeigt nach vorne. Noch 2 Wiederholungen. Dann halte das Bein in der Luft. Beim Einatmen bring das Bein gestreckt nach vorne. Beim Ausatmen führe es gestreckt nach hinten. Dabei strecke deine Fußspitze. Atme ein, bring das Bein nach vorne. Atme aus, bring das Bein nach hinten. Zieh den Bauch fest nach innen, bleib möglichst ruhig liegen. Lass nur das Bein nach vorne und nach hinten bewegen, ohne dass du mit dem Oberkörper zur Seite kippelst. Ein letztes Mal. Bring das Bein nach vorne. Und atme aus, führe es nach hinten, spann den Bauch fest an und bleibe in einer langen Linie. Dann setz das Bein wieder ab und roll dich auf den Bauch. Öffne deine Beine etwas, leg den Kopf auf deinen Händen ab. Die Stirn ruht auf den Handrücken. Zieh die Schulterblätter nach hinten. Beim Einatmen hebe den Oberkörper und die Beine etwas ab vom Boden. Zieh den Bauch nach innen. Atme aus, führe die Fersen zusammen. Atme ein, löse sie wieder voneinander und atme aus, lass dich sinken. Atme ein, hebe Oberkörper und Beine ab, Fersen zusammen beim Ausatmen, öffnen und absetzen. Bauch nach innen ziehen, heben, Fersen zusammen, öffnen und ablegen. Heben, Fersen zusammen beim Ausatmen, wieder öffnen und schließen. Es kommt nicht darauf an, dass du die Beine besonders hoch hebst. Denk an eine lange Linie von deinem Scheitel bis zu den Fußspitzen. Streck dich ganz lang durch, bring die Fersen zusammen, öffne sie und schließe. Und heben, zusammenführen, öffnen und schließen. Atme ein, heb Arm und Beine ab, atme aus, atme ein, lass Arm und Beine sinken. Heben, zusammenführen, öffnen und absetzen. Beim nächsten Mal halten wir, wenn wir die Fersen zusammengeführt haben und fangen auf, mit den Füßen auf und ab zu paddeln. Schwimmerbewegungen nur mit den Füßen. Bleib ganz fest durchgestreckt. Die Fersen flattern auf und ab. Der Oberkörper bleibt lang durchgestreckt. Die Schulterblätter ziehen nach hinten. Hab das Gefühl, du möchtest den Bauch wegziehen vom Boden. Zieh ihn fest nach innen. Die Beine kommen wieder zur Ruhe. Streck dich jetzt noch einmal lang durch. Die Arme nach vorne, die Beine nach hinten. Und setze den Oberkörper auf den Boden ab. Sehr gut, atme tief durch. Wir kommen direkt auf die andere Seite. Legen den Kopf in den linken Arm. Bringen die Beine in einen rechten Winkel vor uns, parallel zum Mattenrand. Und der rechte Arm ist ebenfalls am Kopf. Zieh den Bauch nach innen, bleib auf der Seite liegen und heb das obere Bein ab und lass es wieder sinken. Atme aus. Und atme ein, lass das Bein sinken. 10 Wiederholungen davon. Hebe das Bein angewinkelt und lass es sinken. Bleib auf deiner Seite liegen. Die letzten 3 Wiederholungen. Beim nächsten Mal halten wir das Bein in der Luft, strecken das Bein aus in eine lange Linie, flexen den Fuß und heben und senken das Bein 10-mal. Zieh dabei weit durch die Ferse nach hinten. Das Bein ist lang durchgestreckt, der Bauch zieht nach innen. Atme ruhig weiter dabei. Lass das Bein ganz parallel ausgerichtet. Die letzten 4, 3, 2,
Das letzte Mal halte das Bein dann in der Luft. Atme ein, bring das Bein nach vorne und atme aus, führe es nach hinten, streck den Fuß dabei durch und atme ein, bring das Bein nach vorne. Atme aus, streck es nach hinten, bleib in einer langen Linie. Atme ein, Bein nach vorne, atme aus, bring es nach hinten. Zieh den Bauch fest nach innen und lass den Oberkörper nicht nach vorne oder nach hinten kippeln, sondern bleib ganz auf der Seite liegen. Ein letztes Mal. Dann streck das Bein wieder lang in eine Linie aus und lass es Richtung Boden sinken. Dann rollen wir uns herum auf den Rücken. Die Knie zeigen nach oben. Beine sind angewinkelt. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Beim Ausatmen zieh jetzt den Bauchnabel nach innen und rolle Wirbel für Wirbel nach oben. Drück die Fußsohlen in den Boden und atme dort ein. Atme aus, rolle Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Atme dort ein und atme aus, zieh den Bauch nach innen, rolle Wirbel für Wirbel nach oben in die Brücke und dann roll wieder nach unten. Beim nächsten Mal bleiben wir oben. Atme aus, zieh den Bauch nach innen und halte hier in einer Linie von deinen Knien bis zu den Schultern. Atme ein, bring die Arme hinter deinen Kopf, komm auf den Ballen und atme aus, bring die Arme wieder neben den Körper und setz die Fersen ab. Atme ein, Arme hinter den Kopf, komm auf den Ballen und lass die Fersen beim Ausatmen sinken. Atme ein, richte dich auf und atme aus, Fersen sinken. Atme ein, Arme hinter den Kopf und Fersen abheben, atme aus, wieder sinken lassen. Spanne die ganze Zeit den Po fest an. Bei der nächsten Wiederholung halte die Arme Richtung Decke ausgerichtet. Die Ferse bleibt abgehoben vom Boden und pulsiere 10-mal auf und ab. Das Becken etwas nach oben und wieder sinken lassen. Spanne den Po so fest wie möglich an. Fingerspitzen ziehen Richtung Decke. Noch 4 Wiederholungen. Noch 3, 2, 1. Und lass die Fersen wieder sinken. Bring das Becken wieder nach unten auf den Boden zurück. Leg die Arme neben den Körper und streck das rechte Bein aus. Bring die Arme wieder Richtung Decke und drück dich nach oben, die Fußspitze Richtung Decke. Jetzt lass das Becken etwas sinken, bring die Arme über den Kopf und drück dich wieder nach oben. Atme ein, lass das Becken sinken, winkle das Bein an und drück dich wieder nach oben. Atme aus. Atme ein, Becken sinkt. Atme aus, drück dich nach oben, streck den Fuß Richtung Decke. Atme ein und atme aus. Atme ein, sinke kontrolliert nach unten und atme aus, drück dich ein letztes Mal nach oben. Halte hier und pulsiere mit der Fußspitze 10-mal nach oben. Hebe das Becken ein kleines Stückchen weiter, die Fußspitze zieht Richtung Decke. Der Bauch ist fest nach innen gezogen, der Po ist angespannt. Drück dich ein letztes Mal nach oben und halte dann dort. Dann lass das Becken sinken. Das Bein bleibt durchgestreckt. Leg die Hände dann hinter deinen Kopf. Heb den Oberkörper etwas von der Matte ab, zieh den Bauch nach innen, die Ellbogen zeigen zur Seite und bring den linken Ellbogen zum rechten Knie. Atme ein, komme wieder zurück. Atme aus, Ellbogen Richtung Knie, zieh den Bauch nach innen und atme ein. Atme aus, heb das Schulterblatt vom Boden weg. Noch 2. Und ein letztes Mal halte dann hier, verlängere die Arme an deinem rechten Bein vorbei und ziehe 10-mal Richtung Mattenende in kleinen Bewegungen. Zieh den Bauch fest nach innen, lass die seitlichen Bauchmuskeln arbeiten, zieh Richtung Mattenende. Wenn du möchtest, dann streck jetzt das linke Bein aus oder lass es angewinkelt und zieh 10 weitere Male Richtung Mattenende. Noch 6, 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal, dann lass dich wieder auf die Matte sinken. Geschafft, sehr gut. Jetzt winkel entweder dein linkes Bein an und stell es wieder auf oder du lässt es verlängert auf der Matte liegen. Nimm dein rechtes Bein in die Hand und zieh es zu dir heran an den Oberkörper. Dehne die Hamstrings, atme ein paar Mal tief durch. Gönn dir diese kurze Pause, bevor wir dann auf die andere Seite gehen. Löse das Bein dann langsam wieder. Zieh das Knie, wenn du möchtest, noch einmal zur Brust und setz die Beine dann wieder auf. Hebe das linke Bein dann Richtung Decke. Streck die Finger Richtung Decke und drück dich nach oben. Fußspitze Richtung Decke.
Sinke nach unten, öffne die Arme nach hinten und drücke dich wieder nach oben. Atme ein und atme aus, drück dich nach oben. Atme ein, spann den Po fest an, drück dich nach oben, atme aus, zieh den Bauch nach innen. Atme ein und atme aus. Eine Wiederholung noch, dann bleibe oben. Lass die Fußspitze Richtung Decke ziehen und pulsiere 10-mal auf und ab. Hoch und 2. Drück dich jedes Mal ein Stückchen höher. Die letzten 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal. Und lass das Becken sinken. Und mach dich bereit für die diagonalen Crunches. Dein Fuß zeigt weiterhin Richtung Decke nach oben. Hebe den Oberkörper ab, bring die Hände hinters Ohr und bring den rechten Ellbogen zum linken Knie. Atme aus, Ellbogen und Knie zueinander führen und einatmen, wieder sinken. Atme aus und atme ein. Zieh den Bauch fest nach innen und lass den Rücken am Boden liegen. Atme aus, Ellbogen Richtung Knie und atme ein. Bring dann beide Hände gestreckt neben dein linkes Bein und zieh mit den Fingerspitzen in kleinen pulsierenden Bewegungen zum Mattenende an deinem Bein vorbei. Atme ruhig weiter dabei. Jetzt strecke, wenn du möchtest, dein rechtes Bein aus oder bleibe in der gleichen Position. Halt noch kurz durch, ich weiß, das ist ein Killer. Die letzten paar Male. Zieh noch ein Stückchen weiter Richtung Mattenende, zieh den Bauch fest nach innen. Ein letztes Mal. Und dann lass den Oberkörper auf die Matte sinken, zieh dein linkes Bein zu dir ran. Geschafft, sehr gut. Entweder du stellst dein rechtes Bein auf oder du lässt es lang gestreckt auf der Matte liegen. So oder so bleib in einer geraden, langen Linie liegen und zieh dein linkes Bein bei jedem Atemzug etwas näher zu dir ran. Dehne die Hamstrings dabei. Lass den Atem zur Ruhe kommen. Und löse das Bein dann wieder. Dann zieh die Knie noch einmal zur Brust und streck die Beine dann Richtung Decke nach oben. Die Fußspitzen Richtung Decke. Wir gehen in eine Variante der Pilates 100. Hebe die Schulterblätter vom Boden ab, der Rücken bleibt am Boden. Dreh die Fußspitzen leicht zur Seite aus und atme immer 5-mal stoßweise ein und aus. Atme. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Lass ein Bein sinken für 10 Atemstöße und hol es wieder zurück nach oben. 10 Atemstöße hier und lass das andere Bein wieder Richtung Matte sinken. Halte hier für 10, lass den Rücken am Boden liegen, der Bauch ist fest nach innen gezogen, Beine schließen. Pumpe mit den Armen kräftig auf und ab und löse noch einmal das erste Bein. Schließe die Beine wieder. Und löse ein letztes Mal das andere Bein. Lass es Richtung Matte sinken. Bring es wieder nach oben. Und wir haben die letzten 20 Atemimpulse. Kräftig auf und ab. Komm noch ein wenig höher. Die letzten paar. Und zieh die Knie zur Brust. Sehr gut. Wir kommen zu unserer vorletzten Übung, bevor wir es geschafft haben. Dreh die Knie zur Seite aus, drück die Fersen zusammen und flexe die Füße. Beim Ausatmen bring Ellbogen und Knie zueinander. Atme ein, leg den Oberkörper ab, streck die Beine durch. Atme aus, crunch. Und atme ein, streck dich durch. Schau, dass sich dein Rücken nicht abhebt von der Matte, sondern dass du ihn fest auf die Matte drückst, dass dein Bauchnabel nach innen zieht. Die letzten 2 Male. Ellbogen und Knie zueinander und strecken. Ein letztes Mal. Ellbogen und Knie zueinander, streck dich durch und bring dann die Knie zur Brust. Sehr gut. Eine letzte Übung haben wir. Dreh die Knie wieder zur Seite aus. Die Fußspitzen sind gestreckt. Hebe den Oberkörper ab. Die Arme sind parallel zum Körper. Und wir ziehen abwechselnd rechts und links Richtung Mattenende. Zieh lang durch die Fingerspitzen an deinen Beinen vorbei. Zieh den Bauch fest nach innen. Der Rücken liegt am Boden. Wir haben 5 jeweils auf jeder Seite. Von einer Seite zur anderen noch ein Stückchen weiter Richtung Mattenende. Und entspanne. Du bist großartig. Wir kommen zu unserem wohlverdienten Abschluss-Stretch. Nimm etwas Schwung, komm nach oben, rolle direkt wieder mit rundem Rücken nach hinten und rolle wieder nach oben. 3-mal über den Rücken nach hinten und wieder hoch. Zieh das Kinn auf die Brust, rolle über die Wirbelsäule und setz die Beine dann ab.
Setz die Hände leicht hinter deinem Becken ab, die Fingerspitzen zeigen Richtung Füße und drück das Becken nach oben. Breite die Finger über den Boden aus, drücke Hände und Füße in den Boden. Wenn du möchtest, dann lass den Nacken nach hinten sinken, wenn das angenehm ist. Nimm noch einen Atemzug und dann lass das Becken wieder sinken. Dann komm langsam in die Kindspose. Lass dich nach hinten auf die Unterschenkel sinken, lass die Fingerspitzen nach vorne ziehen, die Stirn ruht auf dem Boden, der Rücken ist leicht gerundet. Dann roll Wirbel für Wirbel mit rundem Rücken nach vorne und wir kommen in den heraufschauenden Hund oder in die Kobra. Lass die Knie am Boden oder wenn du möchtest, hebe sie ab, drück dich aus den Schultern raus, dehne die Vorderseite von deinem Körper. Das Brustbein zieht nach vorne. Und dann schieb dich wieder nach hinten. Dann komm in einen bequemen Sitz, entweder im Schneidersitz oder in den Fersensitz. Bring die Arme nach oben Richtung Decke. Atme ein dabei. Fasse dann mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk und ziehe den Arm vorsichtig zur Seite nach rechts. Atme tief in die Seite. Atme ruhig weiter dabei. Und richte dich wieder auf. Dann wechsel die Hand, fass mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und ziehe den Arm sanft nach links. Und richte dich dann wieder auf. Jetzt verschränke die Finger hinter deinem Rücken, richte dich auf, zieh die Schulterblätter zueinander, die Arme ziehen Richtung Boden und löse die Dehnung wieder. Dann sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du dir weitere Videos wünschst. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, tschüss!